So, herzlich willkommen bei Farthest Frontier mit mir. Ja, hi. Wir sind dabei, immer noch so ein bisschen unsere Industrie in die Bezirke, in die jeweiligen aufzuteilen. Wir werden natürlich immer mal wieder angegriffen, dies, das und jenes passiert, aber ansonsten geht's uns gut, ja, aber ich glaube, wir haben mittlerweile wieder 40 Einwohner verloren in der Zeit. Sehr bitter. Und natürlich auch sehr bitter, weil wir das nicht einfach so aufholen können. Oh, die Brauerei. Können wir die hier auf dem Hügel platzieren? Ja. Wie schön an der Straße. Ist doch was Schönes. Was haben wir denn noch hier? Ich glaube, das sind alles nur am Ende Warenlager. Was bist du? Kerzenwerkstatt? Ja. Kerzenwerkstatt ist so ein bisschen ab vom Schuss, leider. Dann haben wir noch die Kompostlager, ne? Mit denen wir natürlich auch niemand was zu tun haben. Verständlicherweise. Ja, wo bauen wir die denn dann hin? Oh ja, auch nur 8 Leute. Schickt doch mal mehr vorbei. Das geht doch nicht. Das Kompostlager können wir rein theoretisch aber auch outsourcen. Hier hinter irgendwie. Zum anderen Kompostlager. So, dann bauen wir hier noch eine Straße hin. Ich glaube, haben wir jetzt mittlerweile das hier genügt begradigt, dass wir da was draufbauen können? Nee, leider nicht. Okay. Ja, Pustekuchen. Da müssen wir halt nochmal rüber. So, der Geiz. Mal, das sieht doch schon cool aus hier mit den Windmühlen, die hier auf dem Hügel stehen. Hat doch was. Guck mal, die Leute nutzen sogar den Weg um den See herum. Ich will das hier irgendwie auch noch integrieren. Aber ich glaube, das wird nichts. Beziehungsweise müsste ich dafür hier sehr viel umbauen. Sehr schade. Hier noch eine Fischerhütte haben, ey. Ich glaub's ja auch. So, Warenlager. Dann haben wir hier noch ein Lagerhaus. Das können wir mal... Ja, das können wir verbessern. Das können wir uns leisten. Komm, das machen wir mal. Hier will auch noch was verbessert werden. Tausend. 150. Ja, komm.
können wir beide verbessern. Was soll der Geiz? So. Zwei neue Dorfbewohner zugewandert. Ja, cool. Da sind wir wieder bei 704. Ah, was ein Crime. Das ist so ein Kampf, Alter. Unglaublich. Aber guck mal, rein theoretisch haben wir zu viele Warenlager eigentlich, ne? Wenn man sich das mal so anguckt. Nur den Rübenkeller. Können wir mal auch hier zwischenschieben, glaube ich. Da mit rein. Was bist du hier eigentlich? Käserei. Die machen doch eh nur Käse. Können wir euch da stehen lassen? Ja, ihr nervt eigentlich nicht, ne? Ne. Das Jagdhaus. Bringst du noch was? Ja. Krass. Aber du jagst nur die hier, ne? Die anderen wurden ja rauskatapultiert. Ich glaube... Ja, komm. Lass die mal da jagen. Es bringt noch ein bisschen mehr. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen. So, dann könnte man jetzt rein theoretisch hier langsam anfangen, den Häuserblock aufzubrechen und die Allee weiterzuführen. Aber zuerst würde ich lieb gern irgendwie die Ziegelei darüber bekommen, aber hier ist halt dieser verdammte Teil des Sees, der hier rüberragt, der sich leider auch nicht begradigen lässt. Können wir machen, was wir wollen. Aber dann kann ich jetzt vielleicht die drei nebeneinander setzen, die drei Ziegeleien. Und dann sind die hier auch weg. Dann haben wir nur noch Lager. Was bist du? Rattenfängerhaus, ist auch wichtig. Und Holzkohlemeiler. Und die Holzkohlemeiler würde ich direkt daneben setzen wollen. Also direkt hierhin, aber so übereinander. Macht das Sinn? Drei? Würde überstehen. Ja, gut. Oder dahinter. Nee, können wir nicht machen, weil da Mauer ist. Ja, lassen wir die erstmal hier fertig werden. Lassen wir die erstmal fertig werden, dann gucken wir mal weiter. Aber auf alle Fälle ist das doch schon ganz schick geworden. Ich würde mittlerweile sogar so weit gehen, dass wir jetzt endlich mal sagen, Straßen verbessern. Oh, was ist da los? In der Brauerei brennt's. Schnell, löscht es mit Bier. Dorfbewohner gestorben, Altersschwäche, okay. Ist in Ordnung? I guess.
Möbel, normaler Preis. Ah. Man könnte Kerzen handeln. Das können wir wirklich tun. Nur so 114 Kerzen handeln ist doch drin. Bier würde ich jetzt mit dir nicht handeln wollen, aber Kerzen und Seife lieben gerne. Lieben gerne. Und dafür stelle ich auch gleich nochmal zwei ein. Das ist... Ach, können wir gar nicht. Aber zu wenige Leute für, wa? Ein Arbeiter haben wir gerade. Der Rest ist gerade am Auffüllen. Können wir die hier vielleicht auch? Nee, ne? Nee, die brauchen wir. Das ist Teil des Ganzen. Raubtiere greifen an. So, pass auf. Der wird jetzt aber abgeschossen, der Eber. Sehr gut. Das heißt, die hier sind safe. Vorerst. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So. Haben wir noch nicht drüben, okay. An der. Mein Guter. Wir haben aber auch nicht wirklich was zum Handeln. Tut mir leid. Und dann könnte man jetzt hier... die Bänke platzieren, die ich vorhatte. Einfach, dass man auch was zum Gucken hat. Finde ich eigentlich ganz cool. Und dann die guten alten C dann dazwischen setzen. Als altbewährtes dekoratives Mittel. Hier ist genug Baum. Das ist cool. Das feiere ich. Das ist wirklich schön. Wäre schön, wenn wir es hier auch noch irgendwie hinbekommen. Vielleicht bauen wir das eine oder andere Haus um, wenn wir hier genügend Platz haben. Das können wir schon machen. Ich glaube, das machen wir auch. Wäre ein bisschen Chandelü, wenn nicht. Was ist denn dahinter eigentlich? So ein Blumenbottich. Guck mal, die können wir sogar noch verbessern. Hey, wow. Guck mal, dann können wir hier noch ein Warenhaus darüber schieben. Kriegen wir eins hier dazwischen gesetzt noch? Hier vielleicht... So, die sind aber auch noch nicht umgesetzt, weil wir zu wenig Leute haben. Ja, was soll ich dazu sagen? Ach, Mama Mia, Pizzeria. Leute. Ja, in Friedenszeiten geht das schon. Da geht das schon so ein bisschen. Ach, guck mal an, wer ist da? Wer klopft an? Skorf, der Metzger, ist mal wieder da. Hat aber auch nicht wirklich was Spannendes für mich. Skorf, du alter Metzger. Tut mir leid. Muss ich dich leider enttäuschen.
Nächster Schritt, wenn wir hier mit einem fertig sind, wird außerhalb sein. Dass wir das so ein bisschen erweitern, ein bisschen auch noch verschönern, ein bisschen verteilen. Mit den Feldern und Co. Ja, das hat schon was. Wie viele Leute haben wir jetzt? 6, die zumindest da arbeiten. Ich ziehe mal hier noch ein paar Leute ab. 25. Die haben sich jetzt aber wahrscheinlich eher auf andere Jobs verteilt. Verbessern wir mal. Haben wir ja gerade. Haben wir ein Cap auf Holzbretter? Ich würde gerne ein Cap auf Holzbretter haben. Wir haben kein Cap auf Holzbretter. Was mache ich denn da für ein Cap? 1000 ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Cap dafür. Ich würde auch hier ein Cap von 1000 setzen. Und Stämme würde ich auch 1000 machen. Wasser kann ich nicht steuern. Alles, was mit Nahrung zu tun hat, kann ich auch nicht wirklich steuern. Also Obst und Weizen und Co. Da kommt es, wie es kommt. Und bei den anderen Sachen... Ziegel. Ziegel können wir auch 1000 setzen. Was haben wir hier? Talg. Kann ich Talg steuern? Wovon bekomme ich Talg? Scheune. Ziegenstall. Jägerhütte. Bekomme ich von überall zugeschoben. Auch schwierig. Okay, aber so haben wir vielleicht... Ja, guck an. 58 Leute, die jetzt irgendwo aushelfen. Das ist doch schon mal was Gutes. Da kommen wir doch mal schon ein bisschen zu was. Herrlich, herrlich. Immer mal wieder gehen Feldfrüchte verloren. 209 Erbsen. Steigend. Hier. Da, die Rehe, die Dreckschweine. Uff. Nee, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Verzieht euch. Oh mein Gott. Ist doch ein Zauntor hier. Lass mich das doch bauen. Das muss aber jetzt ganz, ganz dringend fertiggestellt werden. Ach du Scheiße. Ja, dadurch, dass wir halt die Rehe nach außen geschoben haben, ist halt kein Wunder, ne? Aber die latschen jetzt halt durch, ne? 522 Erbsen. 544 Erbsen. Boah. 600, Alter. Verzieht euch. Kann wer das eine Räder töten, bitte? Ich mach mal hier innen den Weg. Der wird sehr, sehr gerne begangen. Da verbessere ich auch mal. Obwohl, die werden hier alle gut belaufen. Okay, komm. Mach mal hier die Wege. Dass sie hier schnell von A nach B kommen. Das ist mir sehr wichtig. Hm.
glaube, die haben einfach über die Hälfte des Feldes weggefressen, die Schweine. Einfach brutal. Was soll man dazu sagen? So, dann setzen wir die jetzt auch nach und nach um. Und hier zwischen passt dann leider gar nichts mehr. Das heißt, wir bauen da einen Weg hin. Dann haben wir die drei da fort. Und das war's dann, oder? Wir haben nur die drei, glaube ich. Speicher packen wir dazwischen. Und dann brauchen wir hier eigentlich ganz dringend noch Rattenfänger. Wo waren die denn? Die waren hier irgendwie dabei, ne? Ja. Dekorieren wir hier mal wieder. Zeder, Zeder. Einmal Weg. Und dann wieder ein paar Kistchen. Ist auch cool geworden. Den können wir auch gerne verbessern, weil die Industrie braucht das Wasser hier. Boah, dann ist hier sehr gut leer geworden. Heilige Axt. Sehr, sehr schön. Richtig gut. Würde ich ein paar Rübenkeller umsetzen. Ein Warenlager würde ich tatsächlich sehr gerne noch hier unten haben wollen. Einfach zur Vermeidung von Wegen. Das ist der Rattenfänger. Du kannst ja meinetwegen da bleiben. Ja, und dann war's das. Dann haben wir das frei. Dann könnten wir rein theoretisch allerhöchstens noch den Käsebetrieb... Ne, der ist zu groß. He's too big. What should I say? Okay. Ja, ansonsten ist jetzt hier frei. Cool. Dann können wir ein bisschen dekorieren. Wir haben hier die Allee fertig. Hier drüben machen wir es auch noch. Da setzen wir ein paar Gebäude um. Da haben wir ja jetzt hier genug Platz. Da machen wir noch die Stadt um einiges größer. Aber wir haben eigentlich noch sehr viel Wohnraum. Also können wir uns da auch noch ein bisschen mehr Zeit lassen als gedacht. Weil irgendwie haben wir in den 4 Folgen, die ich heute aufgenommen habe, also wir haben schon viel geschafft, so ist nicht, ne? Aber bevölkerungstechnisch gesehen, schwierig. Sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Yeah.
Aber so im Groben und Ganzen ist das schon sehr schön geworden. Ich find's cool. So, dann holen wir mal die Kisten raus. Ein paar Zieh, dann können wir rausholen. Und dann packen wir hier jetzt aber noch zwei Sitzbänke hin. Können wir gebrauchen. Haben wir nicht auch einen Weg hier hingemacht? Der wurde noch nicht gebaut, ne? Ja. Deswegen sieht das so aus. So, so, so. Okay, alright. Ach, schön. Okay. Mehr wird jetzt hier nicht mehr passieren. Ich glaube, ich mache jetzt hier einen Cut. Wir haben sehr viel geschafft. Sehr viel umgebaut.